noch da und wollen noch mal hören, ob Slaven Bilic mittlerweile schon Worte gefunden hat bei Ralf Scholz für dieses Ausscheiden. Ein ganz harter Moment für die kroatische Nationalmannschaft. Slaven Bilic, was ist da abgegangen in dieser letzten Sekunde der Verlängerung und in diesem Elfmeterschießen? Was hat angefangen? Es war ein Traumtor. Es ist unglaublich und das ist, warum Fußball ist das beste Sport in der Welt. Ich habe gedacht, dass das ist alles Schluss, aber ein super Tor, ein Traumtor von Nummer 9. Oder? Und die Elfmeter, es ist wie ein Lotto. Und ich muss gratulieren alle Spieler, meine und türkische. Und Leben geht weiter, ja. Es klang ja schon wie ein kleines Wunder. Ivan kommt rein, macht das Tor und alle denken, das ist es, jetzt ist das Ding zu. Ich auch. Ja, und er ja wahrscheinlich auch. Stürzen die dann jetzt wirklich ab oder wie gehen sie jetzt mit ihrer Mannschaft um? Okay, es ist ganz schwer und es wird in 2-3 Jahren auch ganz schwer, dieses Spiel zu vergessen, zu geht weg von dem Kopf, aber morgen ist ein neuer Tag und wir werden zurückkommen in die Qualifikation für Weltmeisterschaft. Danke, dass Sie bei uns waren. Bitte. Tja, er kann wirklich nicht mehr. Man leidet mit ihm, muss man ganz ehrlich sagen. Und trotzdem wieder gut, er sagt, das ist das Spiel und deswegen liebt er es auch. Also kann auch dieser Niederlage dann doch im Endeffekt für seinen Sport noch Gutes abgewinnen. Damit sind wir fast am Ende, meine Damen und Herren. Vielleicht noch ein kurzer Rückblick auf gestern zu dem euphorischen Sieg der deutschen Nationalmannschaft. Und danach haben wir einen überglücklichen Oliver Pocher getroffen. Nicht nur, weil die deutsche Mannschaft gewonnen hatte und weiter gewesen ist. Er roch auch so ein